Der Hankenhof im ostfriesischen Filsum. Hier wohnt und arbeitet der Knochenbrecher, wenn er nicht gerade um die Welt tourt. Heute hat Tamme mal wieder zum großen Kummertag geladen. Und deshalb sind Dutzende von Tierbesitzern mit ihren kranken Vierbeinern gekommen. Reiterin Kirsten will ihren Hengst behandeln lassen. Mein Pferd nimmt seit längerer Zeit hinten nicht richtig Last auf, verspannt sich dadurch vorne links im Hals sehr stark und fing dann auch in der letzten Zeit deutlich noch an zu lahmen hinten. Wo kommst du her? Aus Bremen. So, einmal hoch und runter in schönen schlanken Schritt. Wer hat dein Pferd beschlagen? Kommt bei uns aus der Umgebung. Beschissen im Beschlag vorne, kannst du grüßen. Einmal hoch und runter. Da kann kein Pferd mit laufen. Der Praxistest zeigt, dass Tamme wieder mal richtig lag. Die Eisen sorgen für eine schiefe Beinhaltung. Folgendes passiert mit diesem Huf. Er ist außen jetzt an der rechten Seite sogar zu hoch. Er läuft auf der Außenkante und fällt rein. Das bedeutet, er hat eine anfängliche Rotierung im Hufbein an der rechten Seite. Der Huf soll sich, wenn das Hufbein runtersenkt, der kommt von oben rein, soll der Huf sich öffnen. Und auf einem gut beschlagenen Pferd auf dem Eisen ist immer eine Rille von 2 mm Tiefe, 7 cm lang zu sehen. Die sogenannte Scheuerleiste. Kann er nicht machen, weil er seitlich festgehalten wird. Das ist, als wenn du Schuhgröße 48 hast und läufst in 32. Okay. Das ist Ikebana. Darum ist der Fuß rechts größer wie links. Ihr werdet die Füße nie gleich groß halten und die Probleme kommen und wandern Richtung Hufrolle. Tamme möchte den Hengst einrenken. Doch dafür ist ein Ortswechsel nötig. Einfach weiter dahin. Die Hunde, die reißen aus, wenn du darauf springst. Da geh weiter hin. Ich muss hier ein bisschen Platz haben. So. Umdrehen, Pferde angucken, Kommando geben. Nein, man zeigt nie den Pferd den Rücken, wenn man den anhält. Man gibt immer vorne Parade. Wenn der dir nämlich hinten in der Achillessehne springt, lahmst du dein Leben lang. So gut kann kein Arzt flicken. Und wer will eine hinkende Frau zu Hause haben? Hallo? Oh, ist fein. Der hat gesessen. Gut. Bleibt da ruhig stehen. Unser Friedhof ist einer der schönsten in Filsum. Marketing à la Tamme. Nachdem die PR-Arbeit für Filsum erledigt ist, kann er sich wieder dem Patienten widmen. Jetzt sind die Hinterbeine dran. Das war das Knie. Und das nicht erst seit heute. Oh, die Müdigkeit lässt grüßen. Eisenmangel, Selenmangel, volle Batterie. So, Schätzelein, hier hoch, schwebe dahin. Unterwegs keine Gefangenen machen, da um die Ecke ist ein Junggeselle. Bis dahin musst du kommen. So, Gas geben. Nur wenn Kairo Trab läuft, kann der Knochenbrecher sehen, ob die Behandlung erfolgreich war. Gut, das passt. Nein, ihr verseht euch immer. Der hat sich jetzt rechts auffangen müssen, weil er links nicht mehr das Geläuf hat. Er konnte links nicht untertreten. Verstehst du? Und dann muss er sich rechts auftreten. Okay. Er macht links, mit dem, der weit weh, also am meisten weh tut, den größeren Schritt. Mhm. Und mit den anderen stößt er sich ab und kommt schneller auf. Mhm. Und das sieht dann immer aus wie euer Problem. Aber das Problem ist es nicht, das ist die Ursache ist hier. Und wenn wir dahinter gucken, dann siehst du an der Ursache auch, dass der Fesselträger an der linken Seite mehr geschwollen ist. Und dies dauert ein Vierteljahr und wenn nicht noch länger, um sowas wieder in den Griff zu kriegen. Mhm. Ein Jahr dauert, dass das ein Huf komplett durchwächst. Mhm. Die Stellungen hinten, die Hufe sind groß genug, kann man schneller beheben. Aber ich schreibe da gleich alles auf, wie ich mir das vorstelle und weiter geht's. Wird ja wohl einige Zeit dauern, wie er sagte, ein Vierteljahr, bis sich auch der Huf, wenn er einen neuen Beschlag bekommen sollte, bis sich der Huf dann verändert hat. Und ich denke erst mal wahrscheinlich ein bisschen vorwärts, abwärts in die Tiefe arbeiten, ein bisschen entlastend und dann schauen wir mal.